Hallo Leute, herzlich willkommen zur vierten Folge vom Redstone Taschenrechner 2.0. In dieser Folge möchte ich gerne den Multiplizierer fertigstellen, was wir glaube ich auch schaffen werden. Und in der letzten Folge bin ich jetzt hier stehen geblieben, dass ich jetzt hier gerade diese Signale hier nach oben gelegt hatte. Und jetzt möchte ich die einmal mit einem Multiplikator, so wie hier unten auch schon, zusammenfügen. Huch. Und dafür gucke ich jetzt einmal, wo habe ich den Multiplikator eingefügt? Hier. So. Da habe ich jetzt einen Multiplikator. Und jetzt baue ich diese Technik, die hier mit den Kolben gebaut ist, so ungefähr hier nochmal. Eigentlich genauso. Also hier kommen Repeater hin, hier wird das entfernt. Und hier kommen Kolben hin. So. Jetzt noch Blöcke da dran. So. Und jetzt einmal hier. So. Diese Pistons hier kann ich jetzt, glaube ich. Na, hier bin ich jetzt auch mal vorsichtig mit dem hier. Und schließe die hier mal jetzt so an. Ne, eigentlich kann ich die. Ich schließe die jetzt einfach hier so an, wie ich die hier auch angeschlossen habe. Dann sollte es keine Probleme geben. Mit einem Butt-Switch oder so. So. Der ist falsch. Der muss nach hier. So, okay. Und jetzt muss ich das noch mit den Kabeln hier unten verbinden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. So. Und das andere hier. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn.
15. So. Auch das funktioniert jetzt. Und jetzt habe ich nämlich hier hinten zwei Ergebnisse. Nämlich dieses hier oben. Dieses hier. Und dieses hier unten. Und die müssen jetzt noch addiert werden, aber nicht so, wie sie jetzt gerade sind, sondern ein bisschen verschoben. Nämlich muss das hier um 2 nach links verschoben werden. Also das soll nicht mit dem addiert und nicht mit dem, sondern mit dem addiert werden. Also ich mache das jetzt mal nach unten. So. So. Hier habe ich nichts kaputt gemacht. Alles gut. Perfekt. Also dieses hier muss jetzt bis nach da gehen. Und hier jetzt nach unten. Ja, auf der Seite ist schwierig. Hier jetzt nach unten. Ich vergesse das immer wieder. Kann man Slabs runterleiten oder hoch? Ach so, natürlich so. Okay, man kann Slabs hochleiten. Das funktioniert nicht, dann brauche ich hier einmal einen Block. Das geht aber. Okay. So. Der nächste. So. So. Und den hier, ja. Ups.
ein zu wenig. Und den hier noch. Jetzt hoffe ich, dass ich das richtig gemacht habe mit der Verschiebung und so, aber ich glaube schon. So. Das habe ich. Und jetzt hier unten noch Verbindung. Das ist verbunden, das ist verbunden, das ist verbunden, das ist noch nicht verbunden. Und das hier ist noch nicht verbunden. So. Drei mal neun. Oh. Das, also die 22 ist natürlich sowieso falsch. Das seht ihr auch daran, dass hier das Gleichzeichen aus ist. Aber dieses hier oben, das ist, müsste schon fertig berechnet sein. Und das ist auf jeden Fall falsch. Hä? Doch. Oh. Erstens fehlen hier Blöcke. Ah. Das ist natürlich jetzt dumm. Ich muss natürlich das hier, muss ich natürlich noch hier oben hin verbinden. Das ist ja klar. Ich glaube, ich reiße das hier oben nochmal ab und mach's neu, weil das ist an der falschen Stelle. So. Das hier ist das Kabel, das dafür sorgt, dass multipliziert werden soll. Und das ist, glaube ich, aus, wenn multipliziert wird. Ja. Ich habe hier auf Multiplizieren vorne gestellt. Also dieses Kabel hier ist aus, wenn vorne an der Anzeige auf Multiplizieren gestellt ist. Heißt, das Signal hier soll durchgelassen werden. Ich mache direkt mal hier unten die Sperre, indem ich einfach hier... Okay. Hier, wenn das hier an ist, dann müsste alles oben an sein. Das ist falsch. Ich habe es falsch gebaut. Das muss einen weiter nach oben, weil dieses Kabel soll dafür zuständig sein, dass es hier gesperrt wird. Aber das wird nur gesperrt, wenn ich in diesen Block hier das reinleite und nicht in den hier unten, wo drauf die Fackel jetzt gerade ist. So.
Okay. Das müsste jetzt funktionieren. So, dass ich jetzt hier ausgeschaltete Fackeln habe, genau. Jetzt muss ich einmal hier gucken, in welcher Reihenfolge das Ganze hier denn ist. Das hier wird hier erstmal straight durchgegeben, glaube ich. Ja. Also rechts ist die kleinste Zahl. Hier ist die einer Stelle, hier ist die einer Stelle, hier ist die einer Stelle, eine Stelle, eine Stelle, eine Stelle. Hier ist die einer Stelle. Heißt, wenn man von hier guckt, dann ist diese Zahl hier richtig rum. Okay. Macht Sinn. Dann muss diese hier, das ist nämlich die einer Stelle, die, das ist gar nicht die einer Stelle, das hier ist die einer Stelle fast vergessen. So und so und so. Die eine Stelle, die kommt jetzt hier hin. Ist das hier so, dass wenn das an ist, dass es dann an ist? Ja, ne? Ja. Ja, okay. Ich werde jetzt hier solche Kabel verlegen. Immer einmal so. Und ich werde überall die Fackel hier, dann da, dann da, dann da, dann da, dann da, dann da und dann da hinsetzen. Das ist aber noch falsch. So, so. Da muss das Ganze nämlich noch verneint werden. Das ziehe ich jetzt hier einmal durch und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe das jetzt hier durchgezogen und jetzt müsste eigentlich das Ergebnis auch stimmen. Zumindest das hier oben sieht schon mal richtiger aus. Jetzt drücke ich einmal auf Ergebnis anzeigen. Das ist nicht richtig. Okay, jetzt muss ich gucken, wo der Fehler liegt. Also, die beiden rechten sind aus. Hä? Ja. Dieser hier ist an. Die anderen sind aus. Ist das denn überhaupt richtig so an sich? Okay, diese Leitung hier ist an. Die ist aus, die ist an. Heißt, hier wird jetzt erstmal das Signal durchgegeben. Das Ergebnis hier ist richtig. Okay, dann oben. Oh. Das war falsch rum. Ist das denn jetzt richtig, das Ergebnis? Das könnte nämlich gut sein. Ich hatte einfach das aus Versehen eine Fackel da oben vergessen, dass das Signal andersrum war. Sieht falsch aus, glaube ich. Ja, 6 ist auch falsch. Okay.
weiter gucken. Dann hier habe ich das hier als Ergebnis raus. Das ist auch richtig. Und das wird jetzt hierhin übertragen, sodass ich habe das plus das. Oh. Okay, da darf natürlich kein Redstone fehlen. Und das Ergebnis. Und hier fehlt auch noch Redstone. So, jetzt aber. Jetzt aber. Das ist auch falsch. Okay. Dann habe ich hier hinten einen Fehler gemacht, weil hier gehen zwei Signale rein. Das hier geht hier rein. Hier gehen zwei Signale rein, ja. Und es kommen auch hier wieder raus. So, das muss jetzt aber anders sein. Wie muss das denn sein? Hier oben haben wir den verschobenen. Ich probiere jetzt noch mal eine ganz einfache Aufgabe aus. Ich habe keine Lust, hier die ganze Zeit drauf zu drücken. Deswegen gehe ich jetzt aber hier hin. Hier ist das da aktiv. Und hier hinten auch einmal. Zweimal vier. Das ist 8. Und er berechnet 8. Das ist richtig. Also warte mal kurz. So, jetzt macht er gleich. So, fertig. 8. Das ist richtig. Ab wann wird das denn falsch? Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich hier auf 4 gehe. 4 mal 4 müsste 16 sein. Das ist immer noch richtig. Also das hier oben ist 16, ne? Das hier ist 1, das hier ist 2, das hier ist 4, das ist 8, das ist 16. Also man muss die mal addieren. Das hier ist 16. Also 16 ist richtig. Was kann ich denn jetzt machen, damit das Ergebnis falsch wird? Das ist immer noch richtig. Wenn ich jetzt hier beispielsweise den noch hinzufüge, dann müsste das hier angehen. Das müsste angehen. Warum geht das nicht an? Irgendwie scheint dieses Addierer-Modul kaputt zu sein. Das ist es auch. Dieses Addierer-Modul ist kaputt. Hier fehlt irgendwie noch Kram.
Na, da muss gar keine Fackel drauf. Wie muss es denn aussehen? So. Und so. 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 So, so, so. Ja, ich mache jetzt die Folge ein bisschen länger, weil ich will das jetzt noch einmal fertig kriegen. So, 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 so. Hier Blöcke drauf. So, jetzt ist das auch richtig. Jetzt müsste das Ergebnis richtig sein. Ja, das ist richtig. Und jetzt komme ich wieder zurück zu 3x9. 6, 7, 8, 9. Und hier habe ich keine Lust, mich immer die ganze Zeit durchzuklicken. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal aus der 5 raus und packe das in die 3. So. Fünfzehn. Warum? Ich will jetzt mal wissen. Also, 27 würde ausstehen aus 1, dann sind noch 6. Also, 27 besteht aus 4, 8, 16. Aus 16. Dann sind noch übrig 11 und 8. Fast in die 11 rein. Heißt, übrig sind noch 3. Und 3 ist so. So müsste das aussehen. Warum ist das hier an und nicht diese beiden? Oder? Nee, warum ist das hier an? Eigentlich müsste das an sein. Ich gucke jetzt einmal nach, warum das hier an ist. Dieses Kabel geht hier lang, dieses Kabel geht da lang, dieses Kabel geht da lang. Dieses Kabel geht, kommt von da, das kommt von da, das kommt von da. Warum ist das an? Weil nicht beide an sind. Warum sind nicht beide an? Weil hier nicht beide an sind. Hätte ich das da reinleiten müssen? Hätte ich das eine da reinleiten müssen? Also hätte ich das hier da reinleiten müssen, anstatt da rein, da hinten? So, ein Kabel ist auf jeden Fall nicht an, nämlich das hier. Das hier ist nicht an. Das müsste aber an sein. Und das geht da lang, 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 da. Warum ist das nicht an? Weil hier einfach gar nichts an ist. Warum ist hier nichts an? Weil das hier aus ist. Hä? So, also richtig wäre die Lösung, wenn das hier an und das hier aus wäre. Dann würde das Ganze so aussehen.
27, richtig. Das hier muss irgendwie an sein und das hier hin muss irgendwie aus sein. Warum sind die jeweils an und aus? Also das hier ist die Einerstelle. Das ist immer noch die Einerstelle. Die Einerstelle geht durch. Dann, wie kompliziert ist denn hier das links? Zwei sind an, ne? Das und das. Die Einerstelle geht durch und die letzte Stelle geht durch. Aus, aus, an, die. Wird hier korrekt durchgegeben. Also diese beiden sind an. Und diese beiden, die an sind, müssten jetzt hier rein. Das wiederum aktiviert das hier. Und das wiederum aktiviert das. Das ist richtig. Aber das müsste, kann es sein, dass es noch einen weiter zur Seite müsste. Also noch einen weiter nach da. Ne, eigentlich nicht. Weil ja das hier damit verbunden ist. Das hier ist falsch. Das hier musste einen weiter nach links. Okay, ich habe den Fehler rausgefunden. Der Fehler ist, dass ich einfach vergessen habe, das einen nach links zu verschieben. Das bedeutet, dass alles falsch ist an sich. Hier vorne. Das hier hinten ist richtig, aber das hier vorne ist alles falsch. Okay, das mache ich jetzt aber im nächsten Part. Dieser Part ist jetzt schon viel zu lang und ich sage Tschüss, Leute.